Ich habe die Rolle des Fabian gespielt, der Schwiegersohn der Hauptfigur, und verändere im Laufe des Films mein Leben ein bisschen. Das kriegt auch meine Frau zu spüren. Sie verändert sich im Film auch sehr stark. Es geht um Veränderungen von Menschen aufgrund besonderer Begebenheiten. Man soll ja nicht so viel verraten. Privat bin ich Raucher, im Film bin ich Nichtraucher und trinke Mineralwasser. Und alles in allem ein tolles Projekt über eine Krankheit, über die man aufklären muss, die Gesellschaft, damit man vielleicht an Punkte kommt, um etwas offener mit seiner Erkrankung umzugehen. Und mir hat die Rolle bislang sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch viele neue Kollegen kennengelernt und ein super Team an der Seite gehabt. Ja, und das ist die Nadine, meine Frau. Wie hast du gesagt, jetzt bin ich Nadine, ich spiele seine Frau. Im Moment haben wir gerade eine Szene gedreht, wo ich ein bisschen dreckig geworden bin. Das hat mega Spass gemacht. Wie der Jens schon vorher gesagt hat, die Krankheit ja, ist aber recht verbreitet. Und ich als Pflegefachfrau begegne eigentlich täglich solche Menschen. Und für mich war das sehr berührend, bei diesem Projekt mitzumachen. Wir waren ein super Filmteam und es ist natürlich eine grosse Ehre, auch mit einem Profi mal zu spielen. Und ja. Ich bin jetzt noch ein bisschen emotional berührt wegen der vorherigen Szene. Und geht einfach den Film schauen. Er ist super.